Zum ersten Mal bei uns auf der Parkinsel, Katharina Böhm. Guck mal, das war jetzt mal gut. Das war schon immer relativ einsilbig. Noch eine. Ich begrüße vor allem meine hinreißende Fangemeinde in der zweiten Reihe. Gut, ja, aber ich habe schon gemerkt. Okay, gut, dann werden wir jetzt erstmal den Film anschauen, meine Damen und Herren. Ich erinnere mich gerade an den Moment, wo ich den Preis für Schauspielkunst gerufen habe. Julia Koschitz! Ich bin extrem beeindruckt, wie viele Menschen hier da sind und mit welcher Freude wir hier empfangen würden. Ganz wichtig die ganze Zeit, dass ich Mütter verteidigt habe, weil mir irgendwann klar geworden ist, wie ich ein Kind hatte, dass wir Kinder machen unsere Eltern für ganz viele Sachen verantwortlich. Und das ist okay so, ja. Aber ich finde, man muss auch mal die Position der Mütter einnehmen, die selber merken, wenn sie Kinder haben, also wir merken, wenn wir Kinder haben, wie oft wir verkacken. Und für mich, aber weil das jetzt gar nicht zur Sprache gekommen ist, war eigentlich das fast noch das Unheimlichste an der ganzen Geschichte, sich zu überlegen, dass ein Mensch es schaffen kann, oder dass Judith, anders, Judith am Schluss ausgegrenzt ist von ihren Freunden, von ihrer Familie. Es glaubt ihr niemand mehr. Und dass dieser Mensch es schafft, alle so zu manipulieren, dass sie vollkommen allein dasteht. Also das ist ja eigentlich verrückt, dass sie in ihrer eigenen Wohnung langsam vergiftet wird. Und keiner ist da und alle fallen irgendwie um wie die Zinnsoldaten. Und das ist, finde ich, auch in dem Roman von Glattauer wirklich sehr plausibel, dass man das Gefühl hat, der sackt alle.